Oh, mal schauen, wofür. Ah, der Schlüssel ist für einer der Türen da oben. Ich glaube, das war für die eine Tür da oben. Die da rechts, genau. Ich hoffe, wir bekommen bald so ein Zwischending. Kann es vielleicht sein? Ja, das ist perfekt, glaube ich. Vielleicht hat er eine Falle gebaut. Oh nein, sieht aus, als wäre das im Mario. Vielleicht stürzt er die Plattform ab. Nur eine Vermutung. Ich glaube, ich habe es gerade gespoilert, aber egal. Oh, okay. Ah, ein Save-Punkt. Okay. Immerhin dürfen wir abspeichern, das ist aber nett. Finde ich eigentlich ganz so cool, weil kein Herzcontainer, wo wir unsere Energie auffüllen können. Das ist ein bisschen kacke. Bin Item-Hoarder vom Beruf. Das heißt, ich benutze keine Items oder nur wenige, wenn es geht. So, bevor wir da hingehen, gehen wir aber hier hin. Gehabt. So. Aber der darf sich schon mal aus dem Leben verabschieden. Ja, sonst bleibt jetzt nichts anderes übrig, als jetzt einen Pilz zu schlucken. Oh, und daneben. Sorgen machen müsste, dann würde ich mir jetzt Sorgen machen, aber Gott sei Dank ist der Kampf vorbei, bevor da was passieren kann. Von dem her guckt uns das nicht sonderlich. Und dann schauen wir mal kurz ins Menü. Achso, ups. Nein. Nein, Alter. Mal schon mal 6 Leben mehr. 5 Leben natürlich. Oh, dann geht's noch mit dem Schlüssel weiter. Können wir runterjumpen, aber das brauchen wir erstmal nicht. Schauen wir mal. Oh, dieser Block. Cool. Oh nein. Eine Falle. Oh nein. So schlau. So gewieft. Aber wir sind Papier, deswegen sterben wir nicht. Hahaha. Ha, ha. Toll. Tolle Falle. Uhaha, Loser. Vor allem Loser mit einem O geschrieben. Geschieht der? Also doch. Egal, ist schon zu spät. Geschieht dir ganz recht, du bist drauf reingefallen. Loser. Ein Loser ist natürlich mit einem O geschrieben. Wir haben den Pilz umsonst benutzt. Oh, was war das? Wo kommen die denn her? Oh. Oh, ich habe mich gefragt, wer du wohl sein magst. Aber bist du nicht Mario? In einer Million Jahren hätte ich nicht erwartet, einen Berühmter wie dich an so einem Ort zu treffen. Wer ich? Mein Name ist Bombette. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin ein Bob-Omb. Schön, dich kennenzulernen. Übrigens, in der Paper Mario-Serie sieht man sehr, sehr viele Sachen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Weiblicher Bomb-Omb. Diese Zauberer enttarnen sich als weibliche... hier Panzerviecher. Ja, das hat man alles noch nicht gekannt. Was sagst du, warum ich hier eingesperrt bin? Ganz einfach, weil ich eine prozessuelle Gefahr bin. Zumindest für diese schnappschwänzigen Copperbrüder. Zuerst habe ich ebenso wie die anderen Bob-Bombs nur hier gearbeitet. Diese Copperbrüder, als Rosa an die Macht kam, haben sie angefangen, uns zu tyrannisieren. Ich konnte es nicht mehr ertragen, also bin ich einfach neben ihnen explodiert. Tja, das war wohl ein Fehler. Die Copperbrüder fanden das nicht sehr komisch. Und deshalb sitze ich jetzt im Kittchen. Dann haben sie auch noch die anderen Bob-Oms eingesperrt, weil sie einen Aufstand befürchteten.
Eine Bomb-Omp-Rebellion, was sagst du dazu? Oh, Verzeihung, ich weiß, es ist eine lange Geschichte, aber egal, Mario, wir wollen hier raus. Glaubst du, dass du uns bei unserer Flucht helfen könntest? Oh, bitte, bitte. Wenn du uns hilfst, verspreche ich auch dir zu helfen. Ja. Oh, wie schön. Von jetzt an wollen wir für immer Freunde sein. Wir werden ein super Team sein, Mario. Das ist richtig geil. Bombette gehört zum Team. Drücke nach unten, um Bett zu einem Exodus-Spaziergang zu schicken. Sie kann manche Wände und Felsen sprengen oder Schaltezeitverzöger aktivieren. Im Kampf gegen kann sie einen Gegner am Boden mit Body Slam angreifen oder mit Bombe gehörigen Respekt einflößen. Jetzt lass uns überlegen, wie wir von hier verschwinden können. Oh, da ist eine brüchige Wand. Ja, fast hätte ich es vergessen. Ich habe dir ja noch gar nicht gesagt, was meine Spezialität ist. Wie dumm von mir. Ich kann explodieren. Pass mal auf. Wenn du irgendwo Springer an einer Wand ziehst, kann ich sie wahrscheinlich zum Einsturz bringen. Versuchen wir es doch mal. Schnauf, schnauf, geh in Deckung. Lol. Lol. Das ist richtig nice, Leute, oder? Hast du es gesehen? Weißt du jetzt, wie ich dir von Nutzen sein kann, Mario? Oh, ein Fluchtweg. Und nun ich. Ich habe das jetzt noch nie daran gedacht, bis auf diese Weise zu probieren. Ich war so wütend, dass ich immer nur an derselben Stelle in die Luft gegangen bin. Hihi. Oh, war das vielleicht ein bisschen blöd. Nun egal. Hauptsache, wir können jetzt von hier verschwinden. Das gilt für uns alle. Vielen Dank, Mario. Von jetzt an werde ich dir folgen und dir helfen, wo ich nur kann. Ruf nach mir und ich bin da. So, genug geplaudert. Ich habe noch eine Rechnung mit den Kobberbrüdern zu begleichen. Lass uns von hier verschwinden. Ich war traurig, zornig, doch jetzt bin ich froh. Freiheit, juhu. Ich habe so viel nachgedacht, keine Ahnung, gewinnen, gewandt zu sprengen. Du bist wirklich unglaublich klug. Mach dir keine Sorgen, mal, wir finden schon einen Ausweg. Tja, einen Ausweg habe ich doch euch geschaffen. Was wollt ihr von mir? So. Was soll der Krach? Falls ihr es vergessen habt, innerhalb der Festung ist es mit Ausnahme von Ultra String untersagt zu explodieren. Was zur... Mario, was machst du hier? Nichts Gutes, würde ich sagen. Los, alle auf ihn. Probieren wir doch die neue Fähigkeit aus. Bombe. Drück A so schnell du kannst. Bam, 3, weg ist er. Nein, was? Er ist gepanzert, vergessen. Das war's aber für ihn. Ups, zu früh. Was? Die BP wurden nicht auf... Achso. Ich wollte sagen, die BP wurden nicht aufgefüllt. Stimmt aber nicht. So. Body Slam. Mein Vater wurde verletzt und kann sich nicht bewegen. Das ist wichtig. Das heißt nämlich für mich, ich muss jetzt kurz eine Runde aussetzen. So, jetzt kann ich mich auch was probieren. Ah, okay. Shit. 6 Sternpunkte. Geh natürlich zurück und laden uns nochmal auf. So viel Money. Frag dich, was passiert, wenn wir 100 Goldmünzen haben. Ha! Okay. Und ab nach draußen. Bombette hilft mir hier nicht allzu viel. Leider. So, wir müssen jetzt natürlich wieder nach oben. Nutzt mir halt nur was hier zum Beispiel. Upsala.
Oh, öffne dein verschlossenes Tor. Das sind ja schöne Stiefelchen. Das ist bestimmt ein Orden. So. Das sind Power-Dows-Orden erhalten. Tritt ein Gegner so oft, dass Action-Kommando stimmt. Das ist wichtig. Das ist einer der unendlichen Ding-Aktionen. Dies ist wichtig, ja. So, wie wir das anstellen, I don't know. Ach so, natürlich. Ganz einfach. Ach so, nein. Ich dachte, das wäre einfach. Ist es aber nicht. Aber draußen können wir auch. Also, ich glaube, da fahren wir von oben runter. Müssen wir nochmal nach oben laufen. Hier gibt es einen Aufzug. Aber draußen gab es auch nochmal so ein Ding. Ah, da war gerade ein Sternsplitter, oder? Draußen. Gab es auch eine explosive Wand. Ah, nein, das war draußen, draußen. So. Wurde schon Milady? Ach nein. Ach, das ist eine der Röhren. Okay. Wo bringt uns das denn hin? Oh, eine Schatztruhe. Ja, was ist denn da drin? Du hast den BP-Plus-Orden erhalten. Erhöht die gesamte BP um 5. Ehrlich gesagt ist mir das jetzt in dem Moment so, sogar wichtiger als KP Plus. Ach so, okay. Okay. Aber wir können die Spezialattacken so selten einsetzen, das nervt mich. Das ist richtig nervig. Wir setzen diese Wirbelattacke zu selten an. Und dann sind wir eigentlich schneller, glaube ich. Verdammt, ich erwische dieses Teil noch nicht. Ups, das war nicht allzu klug. So. Ganz einfach, Kazizi, 90. 90 Sternpunkte, das ist nochmal was. Als nächstes nochmal die Ordenpunkte erhöhen. Dann können wir auch KP erhöhen. Gleich Panzerstoß und gut ist. Vorher leider schon mal A gedrückt. Powerpanzer. Okay. Im Hintergrund das Setting verändert sich entsprechend wo. In welchem Ort wir sind. Falls euch das nicht aufgefallen ist. Ja, wir leveln kurz hier.
Das sind ja Free XP, wenn man das so nehmen möchte. Dadurch, dass wir raus sind. Ja, ich habe schon wieder vorher A gedrückt. Das muss ich unbedingt abgewöhnen. Und bei dem sind es 100. 102, um genau zu sein. So. Nicht 102, sondern 104. Ordenpunkte erhöht. Sehr gut. So haben wir jetzt 20, 10 sind voll eingesetzt. Ja, eigentlich im Prinzip nicht ganz so schlau. Fuck. Total verkackt, aber okay. Oh oh. Oh oh. Kann ich üben. Okay. Kann man nicht abwehren. Okay, jetzt können wir die überspringen. Wir geben jetzt nur noch ein Sternchen. Ein Sternpunkt, sonst scheinen sie mir OP jetzt schon. Oh, 113 Münzen. Das ist schon übertrieben. So, hier kann man speichern. Tun wir das doch mal. Dann gehen wir nochmal nach oben. Gesagt, also Gegner werden wir jetzt versuchen zu überspringen. Aha! So, jetzt kommt ein bisschen mitdenken. Sehr schwer. Oh, eine Treppe abwärts. Sehr gut, dann kriegen wir unten eine Schüssel. Und dann ist Endboss-Time bald dran, würde ich sagen.
Alter, das Rumble von meinem Pet hat echt einiges zu tun. So. Schlüssel unser. Ball erledigt. Ab nach oben. Boah, jetzt kommt die Boss-Treppe. Eine moosbedeckte Treppe. Kein Herzcontainer mehr hier. So. Oh. Verdammt.